Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 4 Tage bis Ostern. Heute schauen wir auf eine biblische Person, die in ihrem Leben wahrlich Achterbahn gefahren ist. Wir schauen auf Daniel. Daniels Geschichte, sie spielt zur Zeit des babylonischen Exils des Volkes Israel, das gedauert hat von 597 vor Christus bis 539 vor Christus. Daniel ist in jeder Hinsicht privilegiert gewesen. Er kam aus einer hochrangigen Familie, war gut aussehend und intelligent, also und zudem noch vorbildlich, fleißig, wissbegierig. Ein Mann mit Perspektive. Dann kommt die Verschleppung, ein Tiefpunkt. Kurz darauf wird er wieder emporgehoben. Er wird aufgenommen an den Hof des Herrschers Nebukadnezar und bekommt dort eine 3-jährige Ausbildung, absolviert diese Ausbildung mit Bravour, könnte man sagen. Kurz darauf ist er ein Todeskandidat. König Nebukadnezar hatte einen Traum. Niemand konnte ihn deuten und so beschloss er, dass jeder Weise, der zu ihm kommt und ihn nicht deuten kann, muss sterben. Daniel fürchtet sich nicht, er bleibt im Frieden Gottes. Er betet mit seinen Freunden zu Gott und erlebt es, wie Gott ihm den Ausweg schenkt durch einen Traum, den er bekommt, der die Deutung in sich trägt. Mit diesem Traum kommt er zum König und dieser setzt dann Daniel als Herrscher über die ganze Region Babel ein und befördert ihn zum Oberaufseher seiner Weisen. Ein wirklich kometenhafter Aufstieg, der ihm aber nicht in den Kopf steigt. Er bleibt weiterhin seinem Gott treu. In schweren Zeiten hat er keine Angst, in guten Zeiten auch nicht. Er hat keine Angst um sein Leben. Der nächste Tiefpunkt kommt, nachdem Nebukadnezar verstorben ist, gerät Daniel in Vergessenheit. Belsazar, der Enkel Nebukadnezar, kennt ihn gar nicht mehr, aber Daniel bleibt in enger Gemeinschaft mit Gott und empfängt auch noch eindrückliche Träume und Prophezeiungen. Die stehen in Daniel 7 und 8. Als Daniel vor Belsazar trifft, um eine geheimnisvolle Wandschrift zu deuten, verkündigt er den Inhalt, das Gericht Gottes, und hat bei diesen Worten wieder keine Angst um sein Leben. König Belsazar ist beeindruckt von der Deutung, will ihm alle Macht geben, hängt ihm eine goldene Kette um, aber Daniel interessiert sich nicht dafür, weil er die Boshaftigkeit dieses Herrschers durchschaut hat. Daniel hat also daran kein Interesse. Auch da wieder zeigt sich, dass er sich nicht fürchtet. Aber diese Beförderung ist sowieso nur von kurzer Dauer, weil unmittelbar darauf, dass die Herrschaft übernommen wird von den Medern und Persern, die Babylon erobern. Damit wird seine Macht wieder annulliert, also Daniels Machtbefugnisse. Und er bleibt weiter ganz nah dran an Gott, hält Gott die Treue. Im ersten Jahr der Herrschaft des Darius vergräbt Daniel sich buchstäblich in den heiligen Schriften, studiert sie und erkennt, dass die 70-jährige Gefangenschaft der Juden in Babylon im Exil bald zu Ende gehen wird. Daniel 9, Vers 1 und folgende. Dann kommt der nächste Höhepunkt.
Daniel wird von Darius, vom König Darius, zu einem der 120 Satrapen bestellt, die das Königreich verwalten. Auch in dieser Position verhält Daniel sich korrekt und wird so gesegnet, dass die anderen Satrapen auf ihn neidisch werden. Darius lässt daraufhin, eingefädelt als ein Komplott, ein Edikt herausgeben, dass in den nächsten 30 Tagen alle Bitten, die jemand äußert, nur an ihn, an den König, gerichtet werden dürfen. Daniel betet aber weiter. Er bittet Gott weiter bei offenem Fenster dreimal täglich, sodass es jeder sehen kann. Als Strafe droht ihm der Tod. Wieder keine Angst. Er wird in die Löwengrube gestoßen und auch dort bewahrt ihn Gott. Eine bekannte Geschichte, die du vielleicht nachher nachlesen kannst in Daniel Kapitel 6, insbesondere Verse 11 bis 23. Er hat keine Angst um sein Leben. Darius freut sich, dass Gott den besten Mann in seinem Reich vor den wilden Tieren beschützt hat und dass der Gott Daniels weiterhin bekannt gemacht wird, ist nun auch sein Anliegen. Daniel ist in aller Munde und er wird bekannt. Auch dieser neue Ruhm steigt ihm wieder nicht zu Kopf, sodass Gott ihm weitere Mitteilungen machen kann, ihm prophetische Dinge aufs Herz legen kann. Nun lag wohl keiner von uns in einer Löwengrube, aber Achterbahn sind wir im Leben vielleicht alle schon mal gefahren, emotional oder auch mit den Herausforderungen des Lebens. Egal wie die Umstände waren, Daniel blieb Gott treu und er hatte nie Angst um sein Leben, war immer mutig. Und so ließ eben heute Daniel Kapitel 6. Nimm dir 15 Minuten Zeit und lass vielleicht auch die Bibelstelle aus Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 auf dich wirken. Da steht: Und sie, die Heiligen, haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das ist vielleicht das, was uns mit auf den Weg gegeben werden kann durch Daniel, dass wir Gott lieben, Jesus Christus lieben, den Heiligen Geist lieben, aber nicht unser eigenes Leben. Weil er sagt, wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns das Leben in Fülle geben. Und so sei gesegnet in diesem Vertrauen auf Gott, der dein Leben sehr, sehr wert schätzt.